Unser heutiges Intervall sind 70 Sekunden. Also da wir im Kraftbereich sind, auch ein bisschen knackiger. Und 20 Sekunden, die ihr entweder pausieren könnt oder eben so ein bisschen Cardio angehauchte, wohnungsfreundliche Übungen, die ihr dann einfach mitmachen könnt. Oder wenn ihr sagt, oh nee, ich brauche die Pause, dann macht ihr auch mit. Ich erkläre kurz den ersten Block, dann absolvieren wir den und dann für den zweiten Block habt ihr eine kurze Pause und den erkläre ich dann im Anschluss. Okay, die erste Übung, mit der wir starten, 70 Sekunden lang. Wir kommen nach unten, wandern auf der Matte nach vorne, zweimal Richtung Boden und dann wieder zurück. Natürlich könnt ihr hier jederzeit die Knie absetzen. Für die ersten 20 Sekunden jetzt kurz schulterbreiter Stand. Schön nach hinten und dann explosiv auf die Zehenspitzen nach oben. So richtig weit nach hinten und explosiv hoch. Ihr könnt hier ein bisschen Tempo machen. Achtet darauf, dass ihr nicht aus dem Gleichgewicht kommt. Die zweite Übung, muss ich auch nochmal kurz schauen, Crisscross oder auch überkreuzen. Wir legen uns auf den Rücken, Hände an den Hinterkopf, Knie wirklich 90 Grad über den Becken und dann im Wechsel die entgegengesetzte Schulter Richtung Knie. Wenn es zu viel ist und ihr merkt, boah, nee, das geht heute nicht, dann setzt die Füße auf. Danach kommt wieder unser Squat und nach dem Crisscross machen wir die Liegestütze. Also entweder auf den Knie, wir versetzen die Hände ein bisschen, kommt tief, rechte Hand nach vorne, linke zurück und wieder tief. Oder eben auf dem gestreckten Bein. Dann müsst ihr einfach mehr Gewicht wieder nach oben bringen und das ein bisschen anstrengen. Dann wieder unseren Squat. Und als nächstes, kennt ihr vielleicht noch aus dem letzten Video, so ähnlich. Wir rollen zurück, kommt vor, gerne wieder Hände dazu benutzen. Zurück, vor, zurück, das heißt, Hände hier kurz mitnehmen, zurück, wieder nach vorne und zurück. Genau, das ist die vierte Übung und zum Schluss letzte Übung hier. Und das ist die schlimmste, glaube ich, in dem ganzen Block. Wir setzen unsere Hände hier auf oder ihr könnt auch auf die Ellbogen kommen. Schaut mal ein bisschen, was euch besser passt. Überkreuzen, eins. 2, öffnen, 1, 2, überkreuzen, öffnen, 1, 2, überkreuzen, dann 10 mal, dann ziehen wir die Knie ran, strecken raus, 2 mal. So, das ist der erste Block. Das heißt, wir starten mit unserem nach vorne krabbeln und tief gehen und dann unseren Squat. Okay, 70 Sekunden und es geht los. Nach vorne krabbeln, Knie gerne absetzen und die Ellbogen ganz eng am Körper entlang führen. Wieder zurückkommen, aufrichten, vor, tief und wieder nach oben. Natürlich könnt ihr hier jederzeit im Tempo variieren, sodass ihr eure Muskeln noch ein bisschen mehr ermüdet. Und vielleicht einen Puls noch ein bisschen höher kriegt. Wichtig ist aber, dass die Übung vor allem sauber ausgeführt wird. Zieht hier auch immer eure Körpermitte fest. Das heißt, den Nabel nach innen ziehen, unter den Rücken schön anspannen und aufrichten. Und nach vorne. Tief, tief. Noch 10 Sekunden. Richtet euch auf. Kommt wieder nach vorne, tief, tief und zurück, gleich geschafft, nach oben aufrichten und wir kommen in unseren Squat, tief und auf die Zehenspitze, hoch, hoch und die nächste Übung ist der Crisscross, ist die Schulter, rechte Schulter, linkes Knie, zieht den Nabel nach innen. Wenn ihr hier mehr wollt, kommt ihr nach oben,
und macht das Ganze hier. Schaut, dass euch heute besser passt. Und 70 Sekunden lang. Kann echt lang sein. Nabel nochmal nach innen ziehen. Oder heben hier unten. Oder noch eine Stufe niedriger. Beine aufstecken. Achtet ihr, wenn ihr auf dem Rücken liegt, nochmal drauf, dass euer Rücken auch wirklich Richtung Boden arbeitet. Bauchmuskelübungen sind immer ein Zusammenspiel aus Bauch und Rücken. Darf man nicht vergessen. Und atmen nicht vergessen. Und hier richtig ziehen. Und reinziehen. Und schnell in den Squat. Tief hoch. Ich habe vorhin auch gesagt, es sind 20 Sekunden, aber es sind nur 15. Also können wir hier richtig Gas geben. So, nächste Übung. Liegestütz. Versetzt. Entweder auf den Knien. Oder auf dem langen Bein. Variiert hier, je nachdem, wie erschöpft ihr schon seid. Oder beziehungsweise eure Arme und Schultern. Und drückt euch hier immer wieder nach oben. Auf die Knie, wenn es nicht mehr geht. Und sonst oben bleiben. Nabel nach innen ziehen. Unteren Rücken festmachen. Meine Hände zeigen immer so ein bisschen zueinander. Also Fingerspitzen nach innen gedreht. Ellbogen nach außen. Das ist ein Unterschied zu den Liegestützen, die wir am Anfang machen. Gleich geschafft. Explosives Putz. Tief und hoch. Tief, hoch. Und geschafft. Als nächstes nach hinten abrollen. Zurück. Vor. Und nach hinten. Vor. Zurück. Natürlich könnt ihr hier auch springen, zurück, vor. Ein bisschen enge Pause hier. Oder ihr nehmt die Hände mit, wälzt nach vorne, wieder vor, zurück. Macht euch hier wirklich rund. So, dass eure Wirbelsäule hier nicht als Puffer dient und ihr da drauf knallt, sondern Bauch noch mal wieder einziehen, so ein bisschen einrollen. Und wie gesagt, wer mehr will, vor, zurück, vor. So kann man auch noch ein bisschen intensivieren. Und wir starten wieder mit dem Squat. Letzte Übung. Ups, dann und hoch. Oh, jetzt kommt die schlimmste. Okay, hier. Eins, zwei, öffnen. Zehnmal. Drei. Vier. Noch 14 Sekunden.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Squats. Letzte Runde für den ersten Block. Hoch, tief, hoch, tief, hoch, tief, hoch. Und explosiv. Okay. Ich erkläre den zweiten Block. Erste Übung. Wir kommen in die Plank. Drücken uns hier auf den Schultern hoch. Pferde nach hinten ziehen. Bauchbeine, Po, alles fest. Dann im Wechsel. Arm und Bein von der Matte lösen. Kurz halten. Wenn es gar nicht geht, ihr könnt es auch erstmal auf dem Arm versuchen. Oder wenn ihr merkt, es geht auch nicht, dann erstmal nur Bein oder nur Armkick. Unsere Zwischenübung. Wir gehen erst mit rechts raus. Hoch, hoch, ziehen, hoch, ziehen. In der zweiten Runde machen wir das dann mit links. Dann, zweite wirkliche Übung. Hände aufsetzen, Knie schweben. Wir twisten, wir kippen die Knie zur rechten Seite. Drehen uns auf. Entweder nur den Fuß erstmal rausstellen, wieder zur Mitte, zur anderen Seite. Oder ganz rumdrehen, Gesäß zieht nach unten, kurz ausbalancieren, aus der Schulter hochdrücken, Nabel zieht nach hinten. Übung Nummer 2. Dann linkes Bein, Arm raus. Da könnt ihr richtig Gas geben, wenn ihr wollt, wenn ihr noch nicht genug habt. Okay, nächste. Hier gibt es auch wieder viele Varianten. Entweder Beine lang und hier nach oben zur Mitte zurück. Oder wenn es zu viel ist, auf ein Knie. Aber eigentlich hätte ich gerne hier zur Seite öffnen, kurz halten, zur Mitte. Einmal vor. Nase Richtung Hände, Wechsel zur anderen Seite, kurz halten. Nase Richtung hin. Zurück. Okay. So, Seitstütz. Dann in der sitzenden Position. Wieder Wechsel zum Bauch. Wir kommen nach innen. Knöchel kurz berühren. Langstrecken. Nach außen Knöchel berühren. Langstrecken. Nach innen. Easy. Und dann als letzte. Oh, das ist auch eine super tolle Übung für den Bauch. Wir kommen wieder in den Stütz. Ziehen zurück. Linkes Knie nach vorne. Eins. Zehnmal auf jeder Seite. Das Knie kurz auftippen auf die Matte. Nach unten. Und dann Richtung Oberkörper ziehen. Der Rücken wird ein bisschen rund. Und ihr zieht sozusagen mit dem Knie den Nabel nochmal rein, um hier eure Bauchmuskulatur nochmal extra anzuspannen. Okay. Ich würde sagen, die Pause war jetzt lang genug für euch. Wir starten mit unserem Intervall. Wieder 70 Sekunden. Als erstes unsere Plank, Zwischenübung. Immer ein Bein nach hinten raus und dann nach oben bringen. Okay, los geht's. Plank, im Wechsel, Arm und Bein anheben. Das ist jetzt wirklich eine Koordination für die kleinen, tief liegenden, stabilisierenden Muskeln. Drückt euch hier aus den Schultern hoch und achtet drauf, dass ihr tief bleibt mit dem Becken. Das heißt, es geht darum, dass ihr nicht hier oben seid. Wenn es gar nicht geht, könnt ihr das auch auf den Knien machen. Aber eigentlich dann lieber erstmal nur einen Arm an, bevor ihr auf die Knie macht. So ein bisschen versuchen, fordert euch hier ein bisschen heraus. Mal wieder nach innen ziehen. Rücken schön fest anspannen. Denkt nochmal dran, Rücken und Bauch. Ihr habt mich super lieb. Ups. Und wollen immer miteinander arbeiten. Der eine stabilisiert den anderen. Und atmen. Okay, wir starten mit rechts und ganz
rausstrecken und wieder anziehen. 15 Sekunden nur. Beim nächsten Mal links. Nächste Übung. Vier Füße zur Seite drehen. Entweder erstmal nur hier tippen oder nach oben strecken. Po tief halten. Auch beim Wenden sozusagen. Und natürlich könnt ihr das auch, wenn ihr wollt, bisschen schneller machen. Wichtig hier sauber bleiben bei der Ausführung. Muskulatur aktivieren. Atmen nicht vergessen. Und gleich geschafft. Und wenn es zu viel wird, einfach nur hier raus. Linkes Bein nach hinten. Und hoch. Richtig zusammenziehen. Okay, nächste Übung. Seitstütz. Ja, in der Runde ist viel mit Schultern. Also hier nach oben kommen. Zur Mitte. Einmal vor Nase Richtung Hände, öffnen, Mitte, Nase Richtung Hände, öffnen, Mitte, tief. Und ihr wisst, wenn es zu viel wird, dann einfach hier öffnen. Könnt ihr nochmal einen Push-Up einbauen, gerne auch wieder auf den Knien oder eben den Seitstütz. Beide Füße stapeln. Erfordert noch mal ein bisschen mehr Balance. Und fördert auch wieder die Tiefenmuskulatur. Mitte. Nabel nach innen ziehen, Rücken bleibt angespannt und 70 Sekunden. Die können manchmal so lang sein, aber das können auch 20, also Atmen nicht vergessen. Okay, wir haben es bald geschafft. Die letzten 15 Sekunden hier wirklich nochmal ranziehen, raus. Rücken aktivieren. Raus. Okay, linkes Bein ist wieder dran. Rausstrecken. Raus. Raus. Nabel einziehen. Rücken aktiv halten. Letzte Übung. In den Schütz kommen. Zurückziehen. Rechtes Bein tief, Richtung Matte, nach oben ziehen. 10 Mal zurück, kurz zurückziehen, linkes Bein. Knie tippen, Richtung Brustkorb ziehen, Oberkörper leicht runter. Zieht den Nabel mit jedem Mal ausatmen
noch ein bisschen mehr ein. Zurück und wieder vor. Tief, hoch. Tief, hoch. Und wechseln. Das waren jetzt nur 5, aber das macht nichts. Jetzt unausgeglichen. Zurück, vor. Einer noch. Zurück, vor. Noch die andere. Okay. Letztes Mal. Wir machen beide Beine nochmal, damit es auch gerecht ist. Erst rechts Bein. Glaube ich wieder dran. Dann ziehen. Raps. Dran. Raps. Dran. Raps. Und an. Okay. Gleich gestoppt. Und die andere Seite. Los geht's. Links. Dran. Raps. Letztes Mal. Und gut. Ihr macht die beiden Blöcke jetzt einfach nochmal. Würde ich auch gerne machen, aber es ist so lang das Video dann. Deswegen einfach nochmal neu anmachen. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Und wenn ihr Feedback habt, euch andere Übungen wünscht, sagt gerne Bescheid. Ich freue mich immer über jegliche Rückmeldung.